Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Infected, der Zwillingsimpfstoff. Und ich bin hier immer noch am Rätseln, was ich denn hier machen kann. Denn eigentlich hatte ich jetzt hier so viel gemacht und kann trotzdem nicht die Tür aufmachen. Aber ich habe doch zwei Leitersprossen. Nein, eine fehlt mir noch, laut hier. Obwohl ich hier bestimmt eine hin tun könnte, aber irgendwie, nee, ne? Nein. Gut, dann, bevor ich hier jetzt wahnsinnig werde, hole ich mir die letzte Leitersprosse. Aber hm, heißt es dann nur. Na gut, dann hm. Was wollt ihr dann von mir? Ich brauche noch Türschlüssel, ich brauche noch alles Mögliche. Kann aber hier nirgendwo agieren, warum nicht? Kann ich das Ding hier ans... Nee, das funktioniert alles nicht. Fenster ist ja da oben, aber das hat überhaupt keinen Zusammenhang irgendwie. Was habe ich übersehen? Ja, was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Das weiß ich, dass da hinten eine Leiter ist. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich alle drei Sprossen habe. Aber wenn ich hier draufklicke, kann ich ja nichts machen. Das ist ja der Witz. Ich würde sie ja gerne daran stückeln wieder, damit ich die Leiter mir nehmen kann. Aber nö. Ne? Soll nicht sein. Was habe ich übersehen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr mir jetzt aber nochmal wieder... Ja, kann ich den Tipp überhaupt nehmen? Nee, kann ich nicht. Doch. Nö. Hä? Jetzt ist wieder auf... Er zeigt mir immer nur die Leiter. Ach, die Leiter, die Leiter, die Leiter. Da fehlen die Sprossen, ganz klar. Aber irgendwie... Hier werden sie mir jetzt angezeigt. Aber nicht, wenn ich da hinten rumfuchtel. Das ist so doof kann man doch nicht sein, dass man hier jetzt hier... Bin ja technisch noch so lala, aber mechanisch, da habe ich ja gar keine Ahnung. Also so PC-Kram und so, ne? Da kann man sich nochmal mit auseinandersetzen, aber sobald das so ins Handwerkliche geht, bin ich ja schon ein bisschen aufgeschmissen. Ich weiß echt nicht, was die hier von mir wollen gerade. Ich wimmel jetzt schon seit einiger Zeit. Ist nicht so, als hätte ich keine Ahnung, aber in diesem Spiel gerade... Weiß ich nicht, also finde es auch sehr unübersichtlich und daran könnte ich etwas ändern. Moment mal. Ach, ich kann hier wechseln. Sagt mir das doch mal einer, dass ich hier unten... Ach Mensch, bitteschön, da hast du deine drei Sprossen. So, jetzt komme ich da oben auch vielleicht ran. So, oh. Schild für Barken. Okay, dann kann das jetzt da rein. Und das ergibt natürlich eine Kettenreaktion. Das ist so doof. Echt so blöd. Ah. Kann ich es einhauen jetzt? Nein. Objekte. Vorschlaghammer.
Was darf ich denn mal zerhämmern? Den Boden. So, und dann habe ich den Türschlüssel. Ach Gottchen, ja. Hätte ich das mal gleich hier gesehen. So, und dann komme ich an den Gartenschlauch. Was mache ich mit dem? Ach so. Die Krähe wurde höchstwahrscheinlich infiziert. Der Virus breitet sich rasant aus. Oh, das ist nicht schön. Gar nicht schön. Die bleibt einfach liegen. Oh, arme Krähe. Ja, da bin ich ja froh, dass ich jetzt mit Liste und Objekte das überhaupt mal gesehen habe. Ich dumme Nuss. Ja, was soll da ganz rein? Und nu? Klicke und halte die linke Maustaste, um jeweils die zwei äußeren Ringe zu drehen. Moment. Das war schon mal der eine, ich verstehe. Das ist ja nicht so schwer. Aber der rechte? Wie rum soll denn das gehen? Wie kann ich denn halt die linke machen? Jeweils die zwei äußeren Ringe. Also muss ich den eher anders drehen. Weil so... Wie gehört er denn? Hä? Die äußeren sind mir klar, aber das Innere passt hier irgendwie nicht dazu. Bin verwirrt. So vielleicht? Ja, dreh dir das einfach so zurecht, wie es gehört. Genau. Okay. Taschenlampe gefunden. Über den CB-Funk dieses LKWs läuft eine Audiobotschaft in Endlosschleife. Irgendwas fehlt. Okay, wir haben aber schon mal eine... Wo kommt der denn her? Oh, ist das gut, dass der hier so lang fliegt? Ich weiß es nicht. Nicht, dass der mich noch sieht oder so und mich nicht gesehen werden darf. Was weiß ich? Da ist der Hubschrauber schon wieder. Ich gehe mal schnell weg hier. Ach nee, jetzt bin ich wieder zurück. Da müsst ihr da... Fehlt mir aber immer noch das Dreieck, die Schaufel, Briefkastenfahne, Gartenschlauch. Was kann ich mit dem Gartenschlauch machen? Stromkabel blockiert den Zugang zur Stadt. Ich muss den Strom irgendwie wiederherstellen. Nee, ich muss da hinten irgendwas noch machen können. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Das habe ich ja nicht. Also das Autokennzeichen-Ding habe ich nicht. Okay, ich soll wieder nach vorne gehen. Und dann, ach, vielleicht wieder nach ganz vorne könnte das sein. Ich vergesse das immer, dass ich hier vorne vielleicht noch was machen kann. Aber scheint gar nicht so. Nee, das war wohl ein bisschen zu weit. Gehen wir nochmal hier nach links.
zu dem Hornissennest. Vielleicht kann ich da mit dem Gartenschlauch jetzt hier was anstellen. Ah, okay. Klicke die linke Maustaste und halte sie gedrückt, um zu sprühen. Werden die Hornissen los, indem du ihr Nest besprühst. Ja, und dadurch werden die gar nicht aggro, oder was? Vor allem das arme Hornissennest. Ich meine, die können ja auch nichts dafür. Die hängen da so... Naja. Dieser kleine Kerl könnte für meine Forschung nützlich sein. Ich brauche etwas, in das ich ihn hineintun kann. Ich hab aber nichts. Das vielleicht... Nee, das weiß ich doch nicht. Ich kann jetzt aber nach links gehen, weil ich habe ja mal eben so ein Hornissennest zerstört. Verschlossen. Hier, da kann doch das Ding ran. So. Wasser ist ab sofort abzukochen. Die Stadt Oxford hat ihren Bewohnern Wasser als Vorsichtsmaßnahme infolge einer unbekannten Kontamination abzukochen. Ach so, rät ihn, Entschuldigung. Es kann zu verfärbtem Wasser oder Luft in Leitungssystemen kommen. Anwohner, die einen Abfall des Wasserdrucks bemerken, sollten den Schutzschalter ihres Wasserboilers umlegen, um eine Beschädigung des Heizsystems zu verhindern. Wir raten dazu, dass jegliches Wasser, das zum Trinken, Zähneputzen, Eis machen oder für Kaffee, Tee bzw. zum Waschen von Gemüse verwendet wird, eine Minute gekocht werden sollten, um es anschließend abkühlen zu lassen. Innerhalb der nächsten 72 Stunden werden weitere Wasserproben entnommen werden, um die bestmögliche Wasserqualität zu garantieren. Achten Sie auf weitere Mitteilungen. Die Stadt Oxford bittet in dieser Angelegenheit um Ihr Verständnis. Ja, Sie haben das Bestmögliche versucht. Was man natürlich immer versucht bei so einer Epidemie. Mit genügend Wumms könnte ich bestimmt etwas durch das Fenster werfen. Den Knopf. P. Die Lampe. Die Schaufel. Nee. Na gut. Aber in dem Briefkasten war doch jetzt nichts mehr, oder? Nee. Okay. P. Ich überlege gerade, wo ich ein P noch einsetzen sollte. Bei dem Traktor irgendwo? Keine Ahnung. P? P? P. Kann ja nur bei dem Traktor sein. Aber bei dem Fahrzeug des LKWs, nicht Traktor. Ich sag hier Traktor. Bin hier wieder total falsch, ne? Das habe ich mir gerade schon fast gedacht. Was denn dann? P. P. Ich überlege ja, aber irgendwie ist alles verschlossen. Auch der Dreierknopf. Ich muss irgendwas wieder voll übersehen haben. Und das kann ich mir jetzt nicht erklären. Irgendeine Kleinigkeit, die ich noch aufheben kann. Nee. Ich soll aber zurückgehen. Wo soll ich denn hingehen?
hierhin oder ganz woanders hin? Oder ist hier noch irgendwas? Hallo, hallo. Buchstabe P? Oder etwas anderes? Kapiere ich nicht. Ah, nee. Hä? Ich bin schon wieder so doof irgendwie gerade. Ach, ich lache über mich selber, es ist so doof. Wie kann man so blöd sein? Ach, da ist ein... Oh. Ja, ich habe das Kreuz auf der Erde übersehen. Okay, geht klar. Hier hast du ein Baseball, damit kannst du das Glas einschlagen. Boing. Nochmal? Ja, nochmal. Bums. Und jetzt können wir da durchsteigen. There's gotta be something around here to eat. Wer war er denn da draußen? Okay. Ich habe einen Plastikbehälter bekommen. Damit kann ich sicherlich gleich die Hornisse einsammeln. Aber vorher soll ich wieder so ein tolles Wimmelbild machen. Yay! Ja, das klappt ja immer gut. Daran könnte ich etwas ändern. Gut, was suche ich denn? Suche ich das? Suche ich das? Das? Oder das? Oder das? Oder das? 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 Das habe ich gesucht, okay. Das Vorhängeschloss, die Uhr. Da. Was habe ich jetzt? Brieföffner und Herzjuwel. Ah, ja. Säge. Suche ich eine Gabel? Was war das jetzt? Benzin? Oh, super. Kann man gebrauchen. Da passt das Herz rein, das sehe ich schon. Was ist das jetzt? Gewehrabzug. Der kann, wo war das Gewehr? Hier. Ah. Und da war mal eben Schraubenzieher drinne. Sind da Schrauben dran oder so? Da ist die Säge. Bolzenschneider, Fackeldocht. Ja, so ein Fackeldocht hier in dem Bild finden, kein Problem. Säge, kann ich das hier absägen? Aber da, nee. Ist das nicht, ich weiß nicht, ist das eine Fackel? Klappt alles nicht, dann nicht. Aber das könnte ich doch zersägen. Nee, aber aufschrauben. Hier. Hä? Was soll ich denn dann damit machen? Was wollt ihr dann von mir? Ich habe eine Säge und ich habe einen Schraubenzieher. Was? Hä? Vielleicht mit Benzin übergießen? Hä? Gut, dann nicht. Ach, da habe ich einen Hammer gefunden. Das ist ja super. Vielleicht kann ich das damit rausziehen. Ja, ich kann die Schraubendinger damit rausziehen. Und die zersägen? Also doch.
Und jetzt habe ich Licht. Wozu ist das wohl gut? Jetzt habe ich Licht und kann was mehr sehen. Ich klicke hier immer noch wild rum. Ich suche einen Bolzenschneider, angezündete Fackel, die ich aber irgendwie nicht anzünden kann, obwohl ich Benzin schon habe. Möchte das nicht funktionieren. Fackeldocht, Lupe und Nummernschild. Ich bin gerade auf der Suche nach der Lupe. Aber werde mir jetzt nochmal einen Tipp nehmen. Das war der Fackeldocht. Den kann ich da ranstecken. Und jetzt kann ich vielleicht... Jetzt kann ich Benzin benutzen und jetzt brauche ich nur noch ein Feuerzeug. Immerhin. Ah. Nee, eine musst du noch. So, und dann habe ich hier, ich weiß auch nicht, was habe ich jetzt hier, einen Bolzenschneider. Damit kann ich bestimmt das hier aufdrechseln. Sagt er. Brieföffner? Was habe ich übersehen? Ich weiß es nicht. Wie kriege ich das auf? Ich suche ja sowas wie ein Feuerzeug oder so. Oder Streichhölzer. Irgendwie sowas in der Art. Dann könnte ich die Fackel anmachen, aber nee, irgendwie nicht. Was soll denn jetzt hier am Fenster noch wieder sein? Ach, da ist ein Brief, deswegen. Da ist die Lupe drinne. Okay. Geht klar. Lupe. Licht machen. Kommt Feuer von alleine. Und wir haben eine angezündete Fackel. Jetzt fehlt nur noch das Nummernschild. Tja. Aber irgendwie sehe ich nur so zwei Feuerembleme. Wo finde ich denn diese zwei schnuckeligen Feuerdinger, weil der Part wird auch gerade immer länger und ich hatte das ganz gerne geschafft eigentlich. Und nicht wegen so zwei ollen Feuerdingern, da ist schon mal das, ach so, das war nur das von gerade eben. Ich habe mich schon erschrocken über den Mann, den ich da gesehen habe. Ja, es ist nicht einfach. Also ich suche und suche und suche natürlich. Also ich sitze jetzt nicht hier oder rum und warte auf den Tipp. Aber irgendwie weiß ich auch gar nicht, was ich suche, außer diese zwei Teile, die man da vielleicht einsetzen könnte. Ich bin mir da ja gar nicht so sicher. Ja, weil der Part jetzt hier sonst zu lang wird. Ja, ich weiß, dass ich daran soll. Oder kann ich... Ach so, ich kann mit der angezündeten Fackel da... Ach so. Ach ja, ich sollte nicht so kompliziert denken. Okay, ich habe das Nummernschild. Guti, dann habe ich das geschafft und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Infected und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.